Moin und willkommen zu Level ohne Erbstücke. Ich muss aufpassen, dass ich mich jetzt nicht vertue, weil ich habe gerade noch die andere Version aufgenommen mit dem Standard-UI und habe vielleicht zwei Folgen hintereinander aufgenommen und gesagt, ja, man sieht so gewisse Fähigkeiten einfach nicht, weil wir gerade über die Gruppe gesprochen haben, mit der wir gerade in einem Raid unterwegs waren, beziehungsweise in der Dungeon-Gruppe unterwegs waren. Und mir ging es darum, dass man gewisse Sachen einfach nicht sieht. Zum Beispiel, wenn du von einem Heiler eine Fähigkeit bekommst, wie zum Beispiel Verjüngern oder sonst irgendwas in der Art, dass dir das im Endeffekt nicht angezeigt wird. Und ich habe dann gedacht, komm, wisst ihr was, ich mache uns da mal eben schnell FUI drauf, weil dann siehst du zum Beispiel alles. Du siehst zum Beispiel deine eigenen Effekte. Ich sehe zum Beispiel, dass die X-Maschine noch läuft. Oder sehe zum Beispiel, dass ich hier Vorsicht einschlagen noch aktiv habe oder Schildwahl oder sonstige Sachen. Man kann sich das natürlich auch über das Standard-UI einstellen im Endeffekt. Da müsst ihr aber mein UI einmal umstellen. Und ich wollte euch das einmal zeigen, wenn wir einmal mit dem FUI spielen, wie viele Sachen man dann Effekte dann quasi drin hat. Weil das ist natürlich auch so eine schöne Namensverkennung. Ich finde die relativ schön. Man sieht ja auch, welche Fähigkeiten ich unterbrechen kann. Okay, das müsste ich jetzt noch so ein bisschen nachstellen, dass man das vielleicht rausnimmt, die Sachen, dass man halt nur diese Sachen hier drin hat. Ja, das könnte etwas zu viel sein, das könnte sich nachher mit überlappen. Aber man sieht halt wesentlich mehr als im Standard-UI. Und ich denke, dass da auch noch viele Verbesserungen nötig sind, zum Beispiel, oder gemacht werden, denke ich, bis man das vernünftig hat. Aber für den Anfang ist das neue Standard-UI wirklich schön. Man kann ja damit auch spielen, so ist es ja nicht. Ich muss gleich nur mal eben die Namensplakette, das mag ich halt überhaupt nicht, ne? Wenn ich das halt nur in weiß habe. Ich möchte ganz gerne wissen. Stapeln ist richtig. So, Ziel. Ich möchte Hintergrundleuchten, Rahmenleuchten. Müssen wir ein Ziel haben. So, das ist jetzt... Pfeile könnte ich jetzt drauf machen. Ich möchte aber, dass der Rahmen leuchtet. So, dann weiß ich mal, welches Ziel ich gerade aktiv habe. Man kann zum Beispiel auch einen Pfeil drauf machen, ja, damit ich sehe, das ist jetzt mein aktives Ziel gerade. Ist dann nur ein bisschen unübersichtlich bei mehreren Gruppen auf einmal. Und das ist dann so ein bisschen unübersichtlich. Was mich mal so ein bisschen interessieren würde, spielt ihr selber WoW? Und wenn ja, mit welchem UI spielt ihr? Das würde mich dann auch mal interessieren, weil ich habe guckt zum Beispiel sehr viel beim Craft rein. Oder beim Craft, der Lore-Guru ist quasi, wenn es Richtung WoW geht, der weiß, der ist sehr viel, beschäftigt sehr viel damit. Hat ja auch sehr schönen Podcast. Lore Talk, da werde ich jetzt nächste Woche auch wieder reinhören, weil wenn ich zu Hause bin, höre ich da nicht rein. Nicht um ihn nicht zu supporten, sondern damit ich was habe, was ich auf der Arbeit hören kann. Und mir das Ganze dann auf der Arbeit anhören kann. Dann habe ich nämlich noch was neben der Musik, einen Podcast, den ich mir dann anhören kann. Was natürlich dann auch sehr schön ist. Das UI selber habe ich jetzt mal in Fix zusammengebastelt. Das war jetzt, ja, nichts Schönes bei rumkommen, sondern einfach nur schnell was gebaut. Dann ist das erledigt. Da wollte ich da jetzt im Endeffekt auch gar nicht machen. Ja, und die erste Folge ist natürlich schon raus mit dem Leveln ohne Erbstücke. Und ja, wir werden das natürlich jetzt beibehalten, dass wir jetzt erstmal das aufnehmen. Dass wir das vorantreiben, dass wir neben dem Projekt, was wir da sonst noch haben, mit Starfield und Assassin's Creed, wobei der dritte Teil, den haben wir jetzt gestern durchgespielt im Stream, da werde ich natürlich jetzt nicht unbedingt noch Titel reinschreiben. Das ist halt immer die Frage, was schreibst du rein in die Beschreibung? Was schreibe ich rein, damit du als Zuschauer dieses Video anklickst? Ja, was müsste ich da reinschreiben? Das ist halt immer eine schwierige Sache, was man da reinschreiben soll. Ja, weiß ich auch nicht. Bin ja immer selber gefragt, was man da ein bisschen reinschreibt. Deswegen habe ich das jetzt halt so drin, wie ich es bei Twitch auch drin habe. Und wenn man neugierig ist, kommt man zumindest mal rein. Das ist ja zumindest ein Anfang. Und wenn man eine gute Laune vielleicht hat, dann lässt man auch vielleicht mal ein Abo da, was uns natürlich auch unterstützt. Viele wissen es ja im Endeffekt nicht. Es kostet euch im Endeffekt nichts, wenn ihr da einfach drauf und abonniert. Ja, das kostet euch nichts, sondern nur das Einzige, was es euch kostet, ist diese Kraft, um diese Taste zu betätigen. Und natürlich Zeit, ja, die sehr wertvoll ist in dem Fall, dass ihr das einmal dann tut. Aber ansonsten kostet euch das kein Geld. Ihr zahlt da nichts für wie bei Twitch. Wenn ihr da auf Abonnieren gehen würdet, müsstet ihr dann, oder würdet ihr dann quasi monatlich was zahlen. Und würdet dann quasi den Streamer, die Streamerin dann unterstützen in dem Fall. Könnt ihr bei mir im Endeffekt auch machen. Im Stream gibt es dann auch so einen Donation-Link, wenn man da was machen möchte. Sagen möchte, okay, komm, weiß was ich, lass dir mal 2 Euro da oder 3 Euro oder 5 oder weiß was ich auch immer. Kann man das gerne aufmachen, wenn man das möchte. Das ist aber allerdings keine Pflicht und ich gehe jetzt auch davon aus, dass das, also ich sollte auch mal looten, dann würde ich auch meine Items bekommen. Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass das einer macht. Ich habe jetzt 3 Leute, die meinen Kanal supporten mit Abos auf Twitch. Deswegen lasse ich Twitch auch nebenbei noch weiterhin laufen. Und klar, man möchte natürlich größer werden. Man möchte natürlich auch ein bisschen mehr erreichen. Und ich muss jetzt sagen, dass ich jetzt mit der neuen Leitung... Ich habe ja keine App-Stücke an. Ich muss jetzt erstmal gucken.
Okay, 1% Verbesserung. Ich muss natürlich jetzt auch sagen, mit den, oder dank der neuen Leitung ist es ja so, dass der YouTube-Kanal relativ schnell gewachsen ist. Also wir sind jetzt aktuell, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, bei 367 Abonnenten. Was muss ich denn hier machen? Fische, frisch gefallene Blütenblätter. Okay. Ist der Kanal natürlich rasant angestiegen. Das freut mich natürlich auch. Und jetzt habe ich jetzt mal so ein bisschen geguckt. Mit 500 Abonnenten auf YouTube, deswegen hoffe ich, dass das auch weiterhin so gut wächst, würde ich die ersten Sachen freigeschalten bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange dauert das? Ich kann jetzt ja immer hingehen und sagen, hier, pass auf, abonniere mich doch einfach bitte. Ja, aber ich finde, das schreckt einen so ein bisschen ab, wenn die Leute direkt so sagen, ja, hey, wenn ihr das gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Wenn ich solche Videos dann sehe, klicke ich direkt weg. Ja, man kann dadurch wachsen. Ich habe es ja auch als Text unten drinne stehen, dass man hier kostenlos abonnieren kann. Aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist schwierig. Auf der einen Seite, klar, es kann natürlich was bringen, es kann natürlich funktionieren. Auf der anderen Seite denke ich mir, du könntest auch Leute dadurch abschrecken. Also ich weiß von einigen aus unserer Community, da ist jetzt Twitch und YouTube, also ich zähle jetzt beides einfach mal mit. Ich hatte bei Final Fantasy, hatte ich das eine Zeit lang ja drin, dass du halt dieses Symbol hattest, abonnieren, also liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Hatte ich eine Zeit lang drin und die sagten, das ist mir egal, das ignoriere ich vollkommen und es hat sich dadurch auch nichts geändert. Schlimmer ist halt, wenn die Leute das alle paar Minuten sagen oder immer wieder eingeblendet wird, so, ne, hier, du musst die Abo-Button klicken und sowas. Ja, es hat jemand vielleicht mal vorgemacht, das zu machen, ne, mit diesen, hey, ne, klick hier auf Abo, ja, Like, Abo und sowas. Ja, das hat man vielleicht vorgemacht und dann übernimmt es andere, wobei ich sagen muss, mit dem Liken, also mit dem, ja, mag ich es, gefällt mir dieses Video, muss ich selber sagen, ich vergesse es auch selber. Also ich habe jetzt beim Gong zum Beispiel sämtliche Starfield-Folgen durchgeguckt, die er jetzt aufgenommen hatte, und ich habe, glaube ich, nicht ein Video davon bewertet. Das liegt nicht daran, dass ich das, weil ich mir seine Videos nicht gefallen, es liegt einfach daran, dass ich das nebenbei laufen lasse, ich dann meine Thumbnails zum Beispiel mache oder dann halt privat ein bisschen was spiele und das im Hintergrund laufen. Dann guckst du plötzlich, oh, schon wieder eine Folge Ende und hast ja gar nicht drauf gedrückt. Also früher habe ich es immer gemacht, habe ich immer drauf gedrückt vorher und mittlerweile, ja, denke ich da gar nicht mehr dran. Also ich gehe jetzt nicht hin, okay, ist krank, ich drücke einfach mal schon mal drauf. Oder bei vielen anderen, die ich halt ganz gerne gucke, ich vergesse es halt einfach. Und das denke ich mir bei manchmal bei meinen Videos auch, da sind vielleicht viele bei, die denken da gar nicht dran oder sagen vielleicht generell, ja, okay, das ist zwar gut, aber ich würde ihnen jetzt nicht einen Daumen dafür geben, aber auch keinen Daumen nach unten dafür geben. Es ist okay. Oh, hallo. Ja, was gibt's denn hier? Glücksbringer. 100%, 94, wir nehmen den hier. Okay, meine Quest geht nicht, nice. Das ist natürlich auch so ein Ding. Das kann natürlich auch sein, dass man das natürlich vergisst. Oder generell sagt, ja, ich mache es halt einfach aus Gewohnheit nicht. Nicht ja. So eilig. Das kann natürlich auch sein. Deswegen, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist immer... Es wäre im Endeffekt Betteln und das möchte ich im Endeffekt nicht. Wenn ihr sagt, okay, von vornherein, ich abonniere den, weil die Art und Weise, wie du es machst, gefällt mir. Oder generell dein Content gefällt mir. Es sind ja viele, die ja mal wieder in den Stream da zurückkommen mittlerweile. Berichtet mir von eurem und generell dann schon positives Feedback da lassen. Das ist natürlich schon immer ganz cool. Das freut mich dann natürlich auch. Was mich so ein bisschen immer stört, ist halt, wenn jetzt jemand hingeht und sagt, ich mag dein Video einfach. Ich sage, geht einfach einen Daumen nach unten. Welche Begründung? Ja, es muss einen Punkt geben, warum jemand das nicht mag. Ja, also, wo ist da der Kritikpunkt an diesem Video? Was hat dir da nicht gefallen? Wo könnte man dran arbeiten, das Ganze zu verbessern? Ja, aber es gibt, meistens ist es auch so, dass es generell einfach Leute gibt, die einfach nur, ja, die gönnen dir das nicht, dass wenn du ein Video zum Beispiel hast, das keine, mag ich nicht, Bewertung bekommen hat, der keine schlechte Bewertung bekommen hat. Es gibt viele, die, denke ich mal, auch diese Bewertung drin haben, dass du halt diese mag ich nicht Sachen wieder sehen kannst. Weil ich mir denke, ja, dieses mag ich nicht, ja, das ist so. Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen. Willkommen. Das sehen, und der hat ja noch gar keinen Dislike bekommen. Ja, ist, ich mag den Content nicht. Also ich mag den Content zwar, aber ich mag dieses Video von ihm nicht. Also kriegt er einen Dislike. Kann man auch machen. Ja, es ist Ansichtssache, glaube ich, wie man es machen möchte oder wie man das Ganze sieht. Schwierig. Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten bei den Sachen. Aber generell freue ich mich natürlich immer, wenn jemand sagt, ja, ich mag dein Video, ich abonniere deinen Kanal oder komm einfach mal in den Stream. Lass dir mal einen Kommentar da. Freue ich mich natürlich immer drüber, ich bin immer noch im Kampf. Dass man das macht, ohne dass ich das sagen muss. Und das finde ich halt auch immer ganz toll. Und ja, es zeigt mir dann natürlich auch im Endeffekt, dass euch der Content gefällt, den ich mache. Ja, oder es gibt bestimmt Videos, wo ihr sagt, ja, das
jetzt so Content, den mag ich jetzt nicht unbedingt oder vielleicht ist es nicht mein Spiel oder so. Das kann natürlich auch sein. Dafür wechseln wir regelmäßig die Projekte. Okay, die Quest kannte ich so gar nicht. Die habe ich gar nicht so im Kopf gehabt, dass die beiden heiraten wollen. Pandaria schon sehr lange her, aber schöne Story. Ja, wir skippen das Ganze natürlich ein bisschen. Aber so an sich ist es ja doch eine sehr schöne Story eigentlich an der Stelle. Was mir auch gerade so einfällt, ist zum Beispiel wegen dem UI. Fällt mir gerade so ein, wir gehen mal kurz. Ich mache mal mit F-UI nochmal eben aus. Mir fällt mich gerade etwas ein, was man zum Beispiel auch reinmachen könnte. Ist die Frage, sieht man dann zum Beispiel die eigenen Zauber? Wir gehen mal kurz in den Bearbeitungsmodus. Wir nehmen das moderne Fenster. Das lasse ich so drin. Wir gehen mal hier rein, weil ich finde das UI von Blizzard irgendwie hübscher. Da gibt es ja diese Möglichkeit, die Ressourcenbalken anzumachen. Spezielle Ressourcen werden angezeigt, Charakter angezeigt. Man geht es ihm Gegner anzeigen zu lassen. Achso, das sind dann, ne, wie viel Wut, Abklingzeit, ja. Freundliche Stärkungszauber anzeigen. Warum ist das so groß? Warum ist das so groß? Spiel, was ist falsch mit dir? Dann hat er die UI-Auflösung so hochgestellt. So, gucken. Wir haben da vorne noch ein Sternchen. Interface. Ja, ich spiele sehr gerne halt mit meinen UI und sowas rum. Denn man sieht es ja auch so ein bisschen, ne? Den brauche ich nicht. Wo ist der denn jetzt hier? Warum versteckt ihr andauernd meine Leiste hier unten? Okay. Muss ich dann mal gucken, warum das UI gerade so groß ist. Ich verstehe es nicht. Ist aber nicht so schlimm. So, wir wollten uns hier den... Oh, 35er Wildtier Elite. Wow. Den kenne ich gar nicht. Den kenne ich gar nicht. Kennt ihr den? Ich will mal ein Foto davon machen. Was macht der denn hier? Stillstoß, Schwinge, irgendwas. Selten Elite, Kriegshetzer der Zandalari. Was machen die denn hier? Oh mein Gott, ich würde jetzt ganz gerne, ich zeige euch mal die Position, das ist jetzt hier. Ja, ich mache da nochmal einen Screenshot von. Ich müsste eigentlich mit meinen anderen Charmer hier rüber. Was droppen die denn? Vor allem kriege ich die beide kaputt. Der ist 35, wir sind 31. Gewährt die Fähigkeit rachsüchtiger Geist. Die Fähigkeit Donnerknall. Gewährt die Fähigkeit Mitte Warschauer. Gewährt die Fähigkeit Garabeem-Schwarm. Wenn ich jetzt wüsste, ob die was droppen. Und dann Zandalari hier in Mist of Pandaria. Das habe ich verpasst. Komm, wisst ihr was? Wir testen es einfach mal. Wir buffen uns mal. Ich hau dir mal auf die Schnauze hier. Das meine ich halt in dieser Leiste. Die Frage ist... Oh, der macht gut Damage, Alter. Ey, er bekommt gar nichts an Schaden. Er bekommt nichts an Damage. Wow, er killt uns einfach. Wow, er hat uns einfach getötet. Wisst ihr was? Ich mach das mal anders. Ich glaub mal eben um. Und ich guck mal, ob ich die auf den anderen Server finde. Dann gucken wir uns das jetzt eben an. Beziehungsweise ich schneide das eben raus. Da sind wir wieder. Und jetzt... Haben wir beide umgelegt. Und was droppen sie? Vorräte. Gaxi. Was? Also wir haben hier großer Sack mit Zandalari-Vorräten. Ein Schild. Wow, okay. Eine Hose. Also das Schild wäre für den Krieger absolut geil gewesen. Wird 1000 Ruf beim Glockenlotus. Wird 1000 Ruf bei den Klaxis. Kleiner Sack mit Zandalari-Vorräten. Wir haben jetzt was bekommen?
Geistererz und schwarzes Trilliumerz. Schade. Kein Mount. Hm. Hat sich jetzt nicht gelohnt, wirklich die zu machen. Aber okay. Jetzt wissen wir, was sie droppen. Vielleicht droppen sie ja doch einen Mount. Ich weiß es nicht. Müsste aber mal gucken. Ich logge wieder um. Und dann machen wir gleich weiter.